meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie können mich verstehen. Ich möchte mich zu Beginn natürlich bedanken bei den Organisatoren und Verantwortlichen für diese Veranstaltung, bei der Theologischen Fakultät, verkörpert durch Sie, und natürlich bei der Hertie-Stiftung. Und ich freue mich natürlich, über ein Thema zu reden, was provozieren soll. Der Titel stammt übrigens nicht von mir, sondern von einem bekannten Psychiater, deshalb bin ich ganz unschuldig. Aber so ein Titel, den hätte man vor 50, 100, auch vor 50 Jahren nicht anbieten können, weil er sehr provoziert. Das ist aber, wenn man das geistesgeschichtlich sieht, ein bisschen unverständlich. Nämlich, wenn man ganz weit zurückgeht, und wir hatten die Gelegenheit, da kurz drüber zu reden, meint Seele ursprünglich Lebensprinzip. Odem im Deutschen, Pneuma, Ruach im Hebräischen, das ein Stoff, der das ganze Universum ausfüllt, ein Äther würde man heute sagen, den die Lebewesen einatmen und der sie lebendig macht. Aber schon im Altertum, bei Platon und Aristoteles, hat man das schon differenziert, nämlich es gibt ja drei Arten von Lebewesen, damals so gesehen, nämlich die Pflanzen, die leben und sich fortpflanzen können, aber sonst nicht viel machen. So hat Aristoteles, war ja auch einer der ersten Biologen, das gesehen. Und die haben eine vegetative Seele. Und heute gibt es noch bei uns eine vegetative Physiologie. Die geht direkt über das 19., 20. Jahrhundert auf diesen alten Begriff der vegetativen Seele zurück. Dann gibt es Tiere, die können sich bewegen. Und die haben auch irgendwie ein bisschen Verstand, wo der herkommt, ob der angeboren, Instinkt ist oder auch erlernt. Das war unklar. Auf jeden Fall haben sie eine animalische Seele. Und deshalb gibt es noch bis in meine Studienzeit hin eine vegetative Physiologie und eine animalische Physiologie. Ganz einfach. Ne? Und damit durften sich im 19. Jahrhundert auch die Naturwissenschaftler beschäftigen. Die durften sich aber nicht mit der dritten Seele beschäftigen, nämlich der Anima Rationalis, die nur der Mensch hat. Der Mensch hat natürlich auch die vegetative und die animalische Seele und baut dann die rationale Seele auf. Und während Aristoteles und Platon der Meinung sind, dass die vegetative Seele und die animalische Seele sterblich sind, natürlich, materiell, ist die rationale Seele immateriell, ist sie unsterblich. Und diese Idee einer unsterblichen Seele stammt gar nicht aus dem Judentum oder Christentum ursprünglich, sondern aus der Antike. Weil man natürlich irgendwie sagen musste, wie geht es denn weiter nach dem Tod? Und bei Aristoteles ist das nicht so ganz klar, aber bei Platon ist natürlich ganz klar, weil er Dualist ist. Und die Seele flutscht ja sozusagen in den Körper rein bei der Geburt oder bei der Zeugung und verlässt dann wieder in die Seinssphären den Körper. Und so ist auch die heutige Konnotation Seele direkt verbunden mit der Vorstellung, Seele ist etwas, was irgendwie uns belebt, aber eben auch unsterblich ist. Aber seit dem Altertum gab es ein Lager, der sagte, Seele ist sterblich, stirbt mit dem Menschen. Und es gab und gibt ein großes Lager, nein, die Seele ist etwas Unsterbliches. Und beide haben sich bis heute nicht einigen können. Und wir wollen sehen, wie das dann heute aussieht. Diesen Menschen werden die meisten von Ihnen nicht kennen. Wilhelm Griesinger, ein berühmter Mann des 19. Jahrhunderts. Er ist einer der Begründer der naturwissenschaftlich orientierten Psychiatrie. Das heißt, dass die Mehrzahl der damaligen Psychiatrie eher geisteswissenschaftlich ausgerichtet war, wie wir heute sagen würden. Der Begriff gab es ja erst etwas später. Es gibt das Gehirn, es gibt den Körper, aber die Seele, das Seelenvermögen, was dann schon im 19. Jahrhundert in Richtung Psyche verstanden wurde und eigentlich gar nicht mehr theologisch gemeint war, was eben ein Psychiater beschäftigt, das hat mit dem Gehirn irgendwie nur, wenn überhaupt, irgendwas ganz grob zu tun. Aber darüber durfte man auch gar nicht reden. Das war eben sakrosankt. Und Herr Griesinger war einer der Ersten, der gesagt hat, psychische Erkrankungen sind Erkrankungen des Gehirns. Ausrufezeichen. Das war sensationell, insbesondere auch, weil Herr Griesinger bis auf wenige Evidenzen es gar nicht belegen konnte. Das Einzige, was man wusste, schon im Altertum, durch den berühmten Arzt Galenos,
der Gladiatorenarzt war in seiner Jugend und deshalb genau Verletzungen des Schädels und des Gehirns auf die Folgen hin untersuchen konnte, der hat schon festgestellt und publiziert, dass bestimmte Verletzungen in bestimmten Teilen des Schädels und Gehirns zu voraussagbaren psychischen und kognitiven, emotionalen Verletzungen führen. Zum Beispiel Hinterhauptkortex gibt es Verletzungen des Sehvermögens, hier an der Seite des Hörvermögens, der Sprache. Und hier vorne kommt es zu tiefgreifenden Persönlichkeitsstörungen. Das hat Galenos schon gezeigt und er hat dann einen fantastischen Modell entwickelt, was bis ins 20. Jahrhundert hinein gültig war, dass es Seelensubstanz gibt, die im Blut vorhanden ist, in das Gehirn geht, oder wir nehmen diese Seelensubstanz auf über die Lungen, dann kommt es ins Blut, dann geht es ins Gehirn und diese Seele wird dann destilliert und steigt dann in die Ventrikel des Gehirns, in die Hohlräume des Gehirns ein. Eine fantastische Theorie, die viel erklärte, manches aber nicht erklärte, insbesondere nicht, als man dann 1850, 60 festgestellt hat, dass diese Hohlräume des Gehirns nichts mit den kognitiven Eigenschaften zu tun hat, sondern die glibberige Masse drumherum. Dann wurde das sehr schwierig, weil die Seele etwas äußerst Flüchtiges sein muss. Das hat Kant schon gesagt, der hat sich mit der Seelenfrage gesetzt. Und wenn es eine Seele gibt, dann muss die in den Ventrikeln stehen, nämlich das musste feinstofflich sein. Daher auch die Identität des Begriffes Spiritus, der zum einen Weingeist heißt, der Sprit, das ist das Feinstofflichste, was man sich in der Antike und bis zum 20. Jahrhundert erklären konnte. Und gleichzeitig war das der Geist, der Spiritus, den wir als Seele verstehen. Das war identisch und vielleicht kommen wir nachher noch darauf zurück. Also jetzt kommt jemand an und sagt, psychische Erkrankungen sind Erkrankungen des Gehirns. Das war in der Zeit, wo man das gar nicht direkt beweisen konnte. Diesen Menschen erkennen Sie vielleicht schon eher. Es gibt ja immerhin auch ein Sigmund-Freud-Institut hier in Frankfurt. Und Sigmund Freud, das wissen nicht alle von Ihnen, hat als Neurologe angefangen und nicht als Psychiater. Und das war sehr gut, nämlich als Psychiater hätte er niemals über die Natur der Seele in Bezug auf das Gehirn spekulieren dürfen. Das war in Wien verboten, aber als Neurologe durfte er das. Und er hat als Neurobiologe in berühmten Labors damals in Wien versucht, das, was er jetzt später, was er als Psychoanalyse dann ein paar Jahre später publizierte, neurobiologisch zu verifizieren. Und man muss sagen, wenn man das liest, die frühen Schriften, war das absolut genial, er hat eine der ersten Nervennetze gezeichnet, zu einer Zeit, wo gerade der Begriff Nervenzelle überhaupt entstanden war, 1890. Und er hat das dann aber aufgegeben, weil er damals nicht vorankam. Er hat drei Grundfehler gemacht. Erstens, er hat anatomisch gearbeitet. Da kommt man nicht furchtbar viel weiter, wenn man die Seele finden will. Zweitens, er hat am falschen Objekt gearbeitet, nämlich am neuen Auge. Ob neun Augen eine Seele haben, weiß ich nicht. Aber wenn sie eine Seele haben, dann zumindest nicht an dem Ort, wo er geguckt hat, nämlich im Hirnstamm. Da sitzt die Seele des neuen Auges nicht. Und das ist eine der größten Tragiken von Sigmund Freud, dass er sein Leben lang immer hoffte, die Hirnforschung, die er sehr bewunderte, würde doch mal dahin kommen, zu beweisen, dass er recht hat. Aber dass das völlig unmöglich war zu seiner Zeit, und wir sagen heute, es war auch völlig unmöglich, müssen 100 Jahre vergehen. Und er hat sehr bemerkenswertes Zitat 1915 in seinem berühmten Aufsatz Das Unbewusste geschrieben. Es ist ein unerschütterliches Resultat der Forschung, dass die seelische Tätigkeit an die Funktion des Gehirns gebunden ist wie an kein anderes Organ. Das ist sehr kühn. Aber er sagt, man kann darüber viel spekulieren, wir können das nicht nachweisen. Und dann kommt der Satz, es ist auch derzeit nicht möglich, gehört nicht zu den Aufgaben der Psychologie. Psychologie ist ein anderes Wort für Psychiatrie zu seiner Zeit. Und dass dieses Scheitern 1895 in einem berühmten, viel später veröffentlichten Aufsatz, hat dann seine Nachfolger dazu gebracht, auf völlig verhängnisvolle Weise sich nur als Geisteswissenschaftler zu verstehen und einen Riesenschnitt zu Naturwissenschaften zu machen. Und bis heute, ich weiß, wovon ich rede,
ist es unter, oder sagen wir bis vor 10 Jahren unter den Psychiatern, Psychotherapeuten fast ein Unding, wenn man sagen wollte, Freud hat doch sich bemüht, die Seele im Gehirn zu verorten. Ich war vor 12 Jahren der allererste Neurobiologe, der auf den Lindauer Psychotherapiewochen einen Vortrag gehalten hat, und zwar mit dem Titel, wie das Gehirn die Seele macht. Das war mir damals aufgegeben worden. Und das, inzwischen ist das sehr fruchtbar. Aber die Frage ist, dass sich die Psychiatrie und auch Psychotherapie, jedenfalls Teile davon, gerade die Psychoanalyse, das Sigmund-Freud-Institut hier bemüht sich ja auch darum, sich außerordentlich schwer tut, einen naturwissenschaftlich fundierten Seelenbegriff zu haben. Nun kann man fragen, worunter kann denn ein Neurobiologe, was kann der Neurobiologe unter Seele verstehen? Bestimmt nicht der theologische Begriff. Da sagt man, weder es gibt die Seele nicht oder es gibt sie oder etwas, sondern das, man muss Seele so definieren, dass man bestimmte Aspekte der Seelischen empirisch untersuchen kann. Und ob sie unsterblich ist oder nicht, das kann niemand wissen, können auch die Theologen nicht wissen, würde ich mal bescheiden sagen. Wir wissen es nicht und da muss man Agnostiker sein. Aber da sind wir eigentlich auch ganz gut aufgestellt, nämlich wie René Descartes, einer der bedeutendsten Philosophen, und Immanuel Kant und viele andere Leute Seele benutzt haben, ist eben alles, die Gesamtheit aller kognitiven und emotionalen Zustände, also Sinneswahrnehmung, Gedanken, Vorstellungen, Erinnerungen, Gefühle, Stimmungen, die Einfluss auf unser Verhalten haben. So hat Descartes und hat auch Kant Seele definiert, und verschiedene Seelenvermögen, wie ich sie geschildert habe, sitzen jetzt in verschiedenen Teilen des Gehirns. Und es war eben die Frage, sitzen die da nur und kontrollieren die jetzt das Gehirn, oder ist es umgekehrt so, dass das Gehirn die Seele produziert auf irgendeine Weise und damit irgendwas macht? Das ist jetzt die große Frage. Wie auch bei Sir John Eccles, dem berühmten Neurophysiologen und Neurophilosophen, kann man sagen, ist das Gehirn ein Instrument in den Händen der Seele oder ist die Seele ein Instrument in den Händen des Gehirns? Das ist die große Frage. Jetzt gucken wir mal, was wir sagen können. So, hier haben wir das menschliche Gehirn. Von außen gesehen, von der linken Seite, das vorne, das hinten, das oben, das unten, haben Sie vielleicht schon mal in den Vorträgen auch gesehen. Das menschliche Gehirn ist relativ groß. Angesichts unseres relativ bescheidenen Körpers. Es gibt aber Tiere, die haben sehr viel größere Gehirne, das 1,4 Kilo. Es gibt viele Tiere, die haben 4 Kilo, 5 Kilo, 6 Kilo. Der Rekord liegt bei 10 Kilo. Bei Elefanten, Walen, Delfinen, was die damit machen, erstmal unklar. Wäre ein eigener Vortrag. Aber ich zeige Ihnen dieses schöne Bild der Großhirnrinde, weil scheinbar oder tatsächlich alles, was den Menschen zum Menschen macht, in dieser vielgefalteten Großhirnrinde sitzt. Jedenfalls verortet werden kann, ich sage es mal vorsichtig. Wie wir noch her sehen kann, gibt es hier Sprachzentren, es gibt Motorik und Sensorik, es gibt das Sehen, das Hören, das Fühlen und so weiter. Und hier oben sitzt unsere Ratio, unsere Intelligenz, wie wir noch sehen werden. Also man kann, wenn man sagt, der Mensch ist ein rationales Wesen, ein sprachbegabtes Wesen, ein planendes Wesen, ein bewusst wahrnehmendes Wesen, da kann man das alles auf dieser Großhirnrinde verorten. Das ist über 100 Jahre intensiver Forschung gewesen. Und das ist weithin bekannt und gilt als gesichert, dass die bewusstseinsfähigen Seelenvermögen etwas mit der Großhirnrinde zu tun haben. Jetzt ist die Frage, wo sitzt darin die Seele? Und die Antwort heißt, die Seele hat nur sehr indirekt was mit dieser großen Großhirnrinde zu tun. Da sitzen nicht ihre Wurzeln, sondern die Wurzeln sitzen ganz woanders, nämlich tief im Gehirn. Wir gucken also jetzt mal in das Gehirn rein. Dann sehen wir jetzt das Gehirn sozusagen in Innenansicht. Dann sehen wir ein System, das sogenannte limbische System, von dem vielleicht schon die Rede war ab und zu. Hier müsste ich das noch auch einbläuen. Ansonsten, dieses Blaue ist der Sitz der Seele. Nachdem jahrhundertelang die Leute gesucht hatten und wo auch Freud
eben falsch hingeguckt hat. Er hat hier unten hingeguckt. Er hätte hier hingucken müssen, aber damals gab es nicht die Möglichkeiten. Also wir sind jetzt, gehen von der Kenntnis aus, es gibt tief im Innern und nur ganz wenig an der Oberfläche, darauf komme ich gleich noch, ein System, das die Seele herstellt. Ich sage das jetzt mal so ganz unphilosophisch. Indem die Seele entsteht, während sich, wie ich zeigen werde, dieses limbische System sich entfaltet. Ja? Warum und wie sich das entfaltet, das kriegen wir gleich. Und da haben wir ein großes Problem, nämlich nahezu alle diese Gebiete, bis auf dieses Gehirn, diese Teil des Gehirns und wenige andere, sind diese Teile nicht dem Bewusstsein zugänglich. Das heißt, die wesentlichen Teile unseres Seelenlebens sind uns unbewusst. Das ist ja für Freud ganz wichtige Sache gewesen und da müssen wir dann auch gleich mal kurz was dazu sagen. Das heißt, wir merken uns, die allermeisten Teile, die unsere Seele produzieren, sind unserem Bewusstsein nicht zugänglich. Und das erklärt schon, weshalb wir, wenn wir als Philosophen darüber nachzudenken versuchen, wo die Seele nun herkommt, dass wir nichts finden. Wir können nämlich per Denken nicht über die Grenzen unseres Denkens, unseres Bewusstseins hinwegkommen. Wir können aber erforschen, auf indirekte Weise. So, vor etwa 15 Jahren haben Freunde von mir, Psychiater und Psychotherapeuten und Psychologen und eine Reihe von Neurobiologen im Rahmen eines Programms, was ich damals finanzieren konnte, das hieß Determinanten menschlichen Verhaltens, haben wir das Programm entwickelt Seele und Gehirn und wollten jetzt im Verein mit Psychiatern, Neurobiologen, Psychotherapeuten, Psychologen diese Frage von Freud angehen, wo sitzt das, die Seele im Gehirn? Und das war am Anfang äußerst schwierig. Ich habe da mit Neurobiologen geredet und Neurologen. Die haben gesagt, das ist eine interessante Frage, aber mit den Verrückten will ich nicht reden. Und umgekehrt, die Psychiater habe ich eingeladen, berühmte Leute. Ich habe gesagt, wollt ihr nicht mal zu mir kommen? Und dann mit den Neurobiologen, mit diesen Reduktionisten nicht. Aber irgendwie ist das gegangen. Das hat also eine wunderbare Sache. Abgesehen davon, dass ich dann Geld hatte, einen Kernspintomographen zu kaufen und Leute einzuladen und auch meinen oder unseren verehrten Kollegen Eric Kandel konnte ich dazu gewinnen. Der kam dann und hat da mitgemacht, weil er ursprünglich ja Psychiater ist, auch Psychoanalytiker. Auf jeden Fall war die Frage, kann man das, was die Psychiatrie und Psychotherapie jetzt auch ziemlich empirisch, aber eben nicht neurobiologisch, über diese Seelenvermögen, über die Eigenheiten des Seelischen, wie ein Psychotherapeut, Psychiater es beschreiben würde, kann man das im Gehirn abbilden? Eine äußerst kühne Frage. Wir dachten, das geht gar nicht. Es war aber ziemlich einfach. Es ging rasend schnell, wenn man eine Menge über das Gehirn weiß und eine Menge sehr kooperativer Psychotherapeuten und Psychiater hat, die einem dann erzählen, welche Arten von Konfliktebenen es gibt und was eben einfach und was schwierig zu behandeln ist, dann fiel einem sofort auf, das geht. Und jetzt will ich Ihnen, muss mal gucken, was das nächste Bild ist, ja, will ich Ihnen kurz dieses Modell, das Vier-Ebene-Modell von außer mir mit Manfred Zirpka, dem berühmten Heidelberger Psychiater und Psychoanalytiker, entwickelt habe. Wir gehen davon aus, und das Modell hat inzwischen weltweit guten Anklang gefunden, dass es drei Ebenen dieses limbischen Systems gibt, auf denen ganz unterschiedliche Prozesse des Seelischen, des Psychischen ablaufen. Und dass diese Kenntnis äußerst wichtig ist für die Psychiatrie und für die Psychotherapie. Die Seele in diesem Sinne, wie ich es definiert habe, beginnt ganz innen und unten auf der Ebene des Hypothalamus. Gucken wir mal an, wo der sitzt. Wir schneiden jetzt mal hier das Gehirn so durch und gucken von vorne oder von hinten da drauf und da sehen wir, aha, da ist der Hypothalamus. Warum ist der wichtig? Der Hypothalamus repräsentiert die unterste limbische Ebene, wie wir es nennen, nämlich mit diesem Teil, der sich eigentlich eher so stabförmig durch das Gehirn zieht, beginnt überhaupt das Gehirn zu wachsen und da sind die Mechanismen, die zuallererst uns am Leben erhalten. Das ist die untere limbische Ebene. Da wird eben
werden alle vegetativen Zentren, auch die Organe des Körpers, werden gesteuert, schlafen, wachen, Kreislauf, Atmung, Blutdruck, aber auch die elementaren Affekte wie Nahrungsaufnahme, Sexualität, Aggression, Verteidigung, Flucht, Dominanz, die sind, wie wir wissen, dort in Modulen, für den Fachmann kann man auch sagen, im zentralen Höhlenraum, Hypothalamus, richtig angeordnet. Man kann die so richtig per elektrischer Reizung aufrufen. Das ist sozusagen das unmittelbare Überlebensprogramm. Und wenn da Dinge nicht funktionieren, sind wir tot. Also der eigentliche Hirntod tritt ein, wenn der Hypothalamus kaputt ist. Nämlich da haben wir keinen Blutdruck mehr, haben wir keinen Kreislauf mehr, können wir nicht mehr atmen, außer das wird künstlich gemacht. Aber hier sitzen auch Netzwerke, die den Kern unserer Persönlichkeit, unserer Psyche ausmachen, die Psychologen seit langem Temperament nennen. Das ist auf dieser untersten Ebene und das ist das, womit wir mit unserer Persönlichkeit auf die Welt kommen. Bis vor 10 Jahren noch hätte man gesagt, naja, und alle Psychologen haben das geschrieben, das Temperament ist eben hochgradig genetisch bedingt. Und damit kommen wir auf die Welt, angeboren im genetischen Sinne. Heute wissen wir, dass das nur zum Teil richtig ist. Und da gab es ein Problem, mit dem ich jetzt auch ganz familiär persönlich konfrontiert bin, nämlich dass da eineiigen Zwillinge. Man wusste, ich bin jetzt vor einem halben Jahr Großvater von eineiigen Zwillingen geworden. Und man wusste seit langem, dass eineiige Zwillinge identische Gene haben, aber überhaupt nicht identisches Temperament. Das durfte nicht sein. Das heißt, die kommen auf die Welt und sind verschieden. Auch meine Enkelinnen waren gleich irgendwie verschieden. Und eine Mitarbeiterin von mir, mit der ich dieses Buch, wie die das Gehirn die Seele macht, geschrieben habe, hat auch eineiige Zwillinge und die sind nicht identisch. Und je mehr ich frage, desto mehr sagen die Eltern von eineiigen Zwillingen oder Großeltern, nein, die sind nicht identisch. Das darf gar nicht sein. Und dann hat man gesehen, dass natürlich in der Neurophysiologie und Entwicklungsneurobiologie sich herausstellt, dass es gar nicht so sehr die Gene sind, die uns in unserem Gehirn Merkmalen beeinflussen, sondern ein Apparat, den man Epigenetik nennt, der die Ebene der Kontrolle der Aktivierung der einzelnen Gene betrifft. Gene sind zwar identisch, auch natürlich bei eineiigen Zwillingen, aber wie Gene aktiviert werden, ist zum Teil bei eineiigen Zwillingen und bei uns natürlich, wenn wir nicht eineiige Zwillinge sind, verschieden. Und bei den eigenen Zwillingen kann man inzwischen, ich habe mich da natürlich auch kundig gemacht, sehen, dass sowohl der mütterliche Kreislauf und die Versorgung durch die Mutter überhaupt nicht symmetrisch ist bei den eigenen Zwillingen, sonst da Unterschiede bestehen, zum Beispiel im Gehirngewicht und Ende der Schwangerschaft, ist das, wer sich da auskennt, ganz großes Problem, dass der eine viel schneller wächst als der andere und man die Geburt einleiten muss, weil der eine Zwilling den anderen auffressen würde, sozusagen. Aber auch hat man entdeckt, dass Meldungen, Signale vom Gehirn der Mutter über die Blutbahn, die Plazenta, die Nabelschnur auf das Gehirn des ungeborenen Kindes einen enormen Einfluss haben. Das hat man vorher überhaupt nicht realisiert. Und auch der Einfluss ist nicht symmetrisch bei den eineiigen Zwillingen. Das ist dem Zufall überlassen. Also ganz generell kann man sagen, wir wissen heute, dass das angeborene Temperament, angeboren ist im Sinne bei Geburt vorhanden, es heißt aber überhaupt nicht streng genetisch determiniert, sondern vieles ist vorgeburtlich festgelegt und zwar, so wissen wir heute, durch das, was im Gehirn der Mutter vor sich geht. Zum Beispiel, worauf ich gleich komme, bei der Stressverarbeitung und bei dem Selbstberuhigungssystem hat das entsprechende System der Stressverarbeitung, der Selbstberuhigung im Gehirn der Mutter einen ganz entscheidenden Einfluss auf dieses System, das beim ungeborenen Kind ausreifen muss. Wenn die Mutter, so kann man heute feststellen, schon weit vor der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft schwer traumatisiert wurde, dann hat sie vermehrt Stressstoffe wie Cortisol, zeige ich gleich kurz, in ihrem Gehirn und das geht über die Blutbahn, über Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn des ungeborenen Kindes und kann zum Beispiel verhindern, dass ein normales Stressverarbeitungssystem sich ausbildet. Oder bei dem Selbstberuhigungssystem. Und
Wir glauben festgestellt zu haben, meine Co-Autorin Nicole Ströber und ich, dass die schwersten psychischen Beeinträchtigungen die sind, die vor der Geburt passieren. Nichtsdestoweniger haben wir etwas, womit wir auf die Welt kommen und woran man sehr wenig ändern kann. Sagen uns alle Entwicklungspsychologen und auch alle Eltern von mehr als einem Kind. Die Kinder sind verschieden am Anfang und sie können sich sämtliche Haare und Beine ausreißen. Sie werden an bestimmten Grundeigenschaften nichts ändern. Jedenfalls bei mir ist das so, bei den Kindern. Und bei den meisten, die ich kenne, auch nicht. Auch wenn man überzeugt sein kann, das sind Kinder von mir. Ne? Selbst dann muss man die Verschiedenheit akzeptieren. Und wir wissen heute, die Verschiedenheiten sind zum geringeren Teil genetisch, im engeren Sinne, sind epigenetisch und sie sind, wo ich gleich drauf komme, nach der Geburt gekommen. Also da ist etwas, woran man unserem Seelenvermögen wenig machen kann. Und das ist diese ganz untere Ebene, die sich ganz stark verfestigt, auch wenn sie zum Teil vor der Geburt von der Umwelt, das heißt dem Gehirn der Mutter, beeinflusst wird. Ist sie relativ fest, da erstarren die Plastizität dieser Teil des Hypothalamus. So, jetzt gibt es eine andere Ebene, die mittlere limbische Ebene, die scheinbar radikal verschieden ist, nämlich sie ist die Ebene, wie ich gleich erläutern werde, der Bindungserfahrung, die nach der Geburt sich entwickelt und im Wesentlichen auf unbewusster oder zumindest nicht später erinnerbarer, das ist ein wichtiger Unterschied, vielleicht emotionaler Konditionierung beruht. Da werden wir schon als Kleinstkind, da gehe ich gleich drauf ein, auf eine bestimmte Art des Seelenlebens unserer Bezugsperson geprägt. Und das ist schon immer vermutet worden, vollzieht sich in den ersten drei Lebensjahren abschwächend und setzt sich relativ stark. Nicht so stark wie auf der unteren Ebene, aber doch relativ stark bis zum 5., 6. Lebensjahr, dann zum 10. Und dann sagen alle Entwicklungspsychologen, so ab dem 14. Lebensjahr ist ein Mensch zu 80% in seiner Persönlichkeit fertig. Man wird das kaum glauben können, nämlich da kommt ja noch die Pubertät und man ist mitten in der Pubertät, aber sagen Leute wie Asendorf oder viele andere Kollegen, das ist eine Täuschung, da wird zwar alles einmal rumgerührt, aber die Menschen sind nachher in der Persönlichkeit ziemlich so, wie sie vorher waren. Die Sexualhormone, die sind da und machen eine riesen Revolution, aber nachher, wenn der Huppel vorbei ist, sind sie wieder so. Ist ja auch tröstlich, da muss man durchstehen. Das heißt, man kann jetzt sagen, es gibt da in unserem Leben, in unserem psychischen, seelischen Leben, eine Sache, die ist bei Geburt vorhanden, auch wenn sie schon vorgeburtlich bestimmt ist, dann eine Sache, die in den ersten drei Lebensjahren, ich erläutere das gleich noch, sich zuzieht und dann stabilisiert sich so bis zum 14., 15. Lebensjahr unsere Psyche, unsere Persönlichkeit weitgehend, natürlich nie null, nie vollständig, nie 100%. Aber jetzt wissen wir, einen Menschen nach dem 14., 15. Lebensjahr in seiner Persönlichkeit noch tief zu verändern, ist schwer. Rein neurobiologisch. Weil es einerseits die Plastizität, die frühe Plastizität des Gehirns nicht gibt und zweitens, weil Persönlichkeit sich auch, wie man sagt, selbst stabilisiert. Das geht dann bis zum 20. Lebensjahr. Ein ganz wesentlicher Teil ist die sogenannte Amygdala, von der Sie bei früheren Vorträgen sicherlich schon viel gehört haben. Und hier geht es im Wesentlichen um die emotionale Konditionierung im Verein mit der Bezugsperson und mit dem Erkennen emotionaler Signale. Zum Beispiel, dass ich in der Lage bin, zu erkennen, dass diese Frau Angst hat. Nur sagen Sie, wie kann man sich da vertun? Die hat doch Angst. Es gibt aber Leute, die wir untersuchen, nämlich Schwerkriminelle, die verwechseln das. Die verwechseln ganz systematisch Angst mit Aggression. Die würden sagen, nee, die guckt aggressiv. Und vor Gericht sagen die dann, da kam der auf mich zu und so ein Schrank, könnte auch ein kleines Männchen sein, aber der guckte so aggressiv, der wollte mir einen reinhauen, musste ich mich doch wehren, Herr Vorsitzender Richter. Und das ist glaubhaft, wenn man den Test macht, dann denken die, ich kann den Ausdruck nicht deuten und deshalb deute ich am besten, er ist aggressiv. In Wirklichkeit hatte die Angst. Das ist ganz typisch
Und diese Fähigkeit entwickelt sich ganz früh. Und wenn man in die Krankengeschichten und in die Historie dieser jugendlichen Schwierigkeiten guckt, dann weiß man, warum die diese fehlende Empathieerfahrung nicht hat. Oder zumindest ganz typisch diese Unfähigkeit, gerade zwischen Aggression und Angst zu unterscheiden. Diese beiden Ebenen sind entweder völlig unbewusst oder sie sind, wie Freud sagt, von der infantilen Amnesie bestimmt. Das heißt, sie werden zwar bewusst erlebt, aber da es noch kein funktionsfähiges, sogenanntes deklaratives Gedächtnis gibt, können sie nicht erinnert werden. Das bedeutet, die ersten 3, 4 Jahre meines Seelenlebens sind nicht erinnerbar, obwohl sie die wichtigsten sind. Und schon diese Einsicht alleine, die schon Freud hatte erklärt, große Teile der Schwierigkeit der Psychotherapie, dass wir den Patienten da was erzählen, womit sie erstmal nichts anfangen können. Die Mutter oder die Tante oder irgendwas in frühester Jugend, keine Ahnung. Jetzt kommt aber die obere limbische Ebene, die beginnt so ab dem 4., 5. Lebensjahr. Hier werden wir sozialisiert. Hier lernen wir, wenn wir in den Kindergarten kommen, in die Schule kommen oder im verweiterten Familienkreis uns auseinandersetzen, dass wir unser egozentrisches, kleinkindliches Verhalten anpassen müssen auf die soziale Umgebung. Unsere Geschwister, die Peers im Kindergarten und so weiter. Das heißt, wir müssen lernen, ich muss was für die tun, damit die was für mich tun. Das ist sehr schwer. Ich muss teilen, ich muss Kompromisse schließen. Und wir wissen alle, das fällt den jungen Leuten sehr schwer. Und das ist die Mühsal der Erziehung. Das heißt, es gibt eine obere limbische Ebene, wo wir unsere tiefen Antriebe auf den unteren beiden Ebenen anpassende soziale Umgebung. Und das ist dann immer noch ein weiterer Teil unserer Persönlichkeit. Hier lernen wir auch Empathie im bewussten sozialen Sinne. Das ist eine berühmte Untersuchung von Tanja Singer, schon einige Jahre her. Links ist ein Gehirn gezeichnet, das eine Verletzung anzeigt. Irgendjemand hat mir einen Finger geschnitten. Und hier in dem Bereich des sogenannten insulären Kortex sagt jetzt das Gehirn, ich sage das jetzt bildlich, das soll wehtun. Wir wissen ja heute, Schmerz ist immer ein Signal, was vom Gehirn kommt. Und viele Verletzungen tun nicht weh. Und viele Schmerzangelegenheiten haben gar kein körperliches Korrelat, etwa 80% psychogene Schmerzen. Aber wenn etwas wehtut, dann tut es hier weh. Und hier haben wir, wenn etwas mit uns passiert, aber auch nur, wenn wir uns Verletzungen vorstellen, wie ich letzte Woche erfahren habe bei einem Symposium, dann haben wir auch richtigen Schmerz, sagt das Gehirn, das soll wehtun. Wenn ich aber nach draußen gucke, ich liege im funktionalen Kernspintomographen und sehe, meiner geliebten Frau wird jetzt auch in die Hand geschnitten, ich sehe das, dann habe ich natürlich Mitleid oder Schmerz mit, das tut mir richtig weh, wenn ich das sehe. Und wenn ich dann in mein Gehirn gucken kann, sind ungefähr dieselben Zentren. Das heißt, dieser insuläre Kortex transferiert den eigenen Schmerz in die soziale Dimension und das nennt man Mitleiden. Und wenn man bei diesen jugendlichen Schwerkriminellen, bei einigen zumindest, ins Gehirn guckt und Tests macht, dann sieht man, die haben das nicht. Die können die furchtbarsten Dinge, wo wir also gar nicht hingucken können, denen zeigt nichts, sind unempathisch. Und da sieht man, dass diese Empathie zum großen Teil erlernt werden muss. Und zwar auch durch bewusste Sozialisation. Hier gibt es im Gehirn einen Bereich, den orbitofrontalen Kortex. Der orbitofrontal heißt, weil er einmal über den Orbit hat, den Augenhöhlen liegt, die liegen ungefähr hier. Das ist der frontale Kortex. Und dieser Teil ist sozusagen der höchste Teil dieser dritten limbischen Ebene, nämlich er inkorporiert alle sozialen und ethischen Gesichtspunkte. Auch die Fähigkeit, dass ich, wenn ich was tue, darüber nachdenke, was bedeutet das für mich und was bedeutet das für die anderen. Ist das gut für mich, aber auch für die anderen? Und wir wissen das seit den Untersuchungen von Damasio und seiner ganzen Truppe, dass Verletzungen in dem Bereich, Schlaganfälle oder
eben Unfallverletzungen über Nacht Menschen zu einem Rabenaas machen können. Von einem völlig liebenden Menschen zu einem absolut unerträglichen. Und ich habe das in meiner erweiterten Familie gesehen. Die Mutter eines Schwagers von mir hat einen Schlaganfall genau hier gehabt und die war dann bettlägerig, aber sie hat dann nur noch 10 Jahre lang vom Bett aus die ganze Familie terrorisiert, bis sie endlich tot war. Da waren alle erleichtert. Das ist furchtbar. Sie konnte nichts dafür, obwohl die alle nicht mehr das aushalten konnten, wie die schrie und tobte. Und die hatte eine Verletzung im orbitofrontalen Kortex. Das ist inzwischen Lehrbuchwissen, aber es ist faszinierend, dass es auch im realen Leben so ist. Ne? Das habe ich hier. Ja, jetzt gibt es eine Ebene, auf die Sie sicherlich seit langem warten, die uns scheinbar zu Menschen macht, die Sprache und die Kognition. Und die hat natürlich auch einen Ort, nämlich hier oben, Analyseplanung entscheiden, dass der sogenannte dorsolaterale präfrontale Kortex, auf den wir stolz sind, da sitzt nämlich auch unsere Intelligenz. Und Menschen, mit denen ich zu tun hatte, so hochintelligente Menschen haben, so konnte man nachweisen, besonders schnelle Netzwerke hier oben. Und das ist der Sitz der Ratio des Verstandes. Und wenn man sagt, nimm Vernunft an, lass deinen Verstand walten, dann ist das die Instanz im Gehirn, zu der man da spricht. Leider gibt es eine ganz schwerwiegende Einsicht der Hirnforschung der letzten 20 Jahre, was man da immer schon geahnt oder befürchtet hat, dass diese limbischen Areale, auch die, die ganz tief in unserem Gehirn sitzen, sehr starken Einfluss auf unser Denken, auf unsere Ratio, auf unser Bewusstsein haben, aber umgekehrt diese Zentren fast überhaupt keinen direkten Zugriff dazu haben. Das heißt, die Bahnen von hier nach da sind stark, aber umgekehrt ist fast nichts. Das ist das, was seit dem Altertum bekannt ist, dass unser Verstand, unsere Vernunft nur selten in der Lage ist, obwohl er das sollte, dass unsere Antriebe uns zügeln, aber auch, wie Aristoteles schon geschrieben hat, in seiner nikomachischen Ethik, das sollte man mal nachlesen, das Gute kommt nicht von der Einsicht in das Gute, sondern dass wir gute Dinge tun, und zwar gewohnt sind zu tun. Das ist richtig. Dass das Gute zur Gewohnheit nicht und nicht allein aus der Einsicht kommt. Die Einsicht hat selbst ohne begleitende Emotionen nicht viel zu bewerkstelligen. Das ist so ein Modell von uns und unserer Persönlichkeit, unserer Psyche. Wir haben hier das unbewusste Selbst ganz tief und als emotionale Konditionierung. Und da legt sich dann in den nächsten 17 Jahren, so ab dem 4. Lebensjahr, die soziale Konditionierung drauf, aber die dicken Pfeile gehen immer nach oben, die dünnen nach unten und dann kommt hier so eine Hülle, das ist die rationale Hülle und wir wissen, wir können unsere Gefühle nur sehr schwer verbergen, aber wir können sprachlich beliebige Dinge über uns erzählen. Das können wir nur, weil diese Ebene sehr wenig mit dieser tiefen psychischen Ebene zu tun hat. Gut, das ist so dieses allgemeine Modell der Psyche. Jetzt gibt es aber viel feinere Systeme, die bei der Psyche und bei dem Psychischen eine große Rolle spielen. Ich will das nur ganz kurz machen. Das allerwichtigste System für unser psychisches Überleben, das auf der untersten Ebene entsteht, schon weit vor der Geburt, ist das System der Stressverarbeitung. Das ist das Allerwichtigste, dass wir Probleme erkennen können und in der Lage sind zu bewältigen. Das müssen alle Tiere und wir natürlich auch. Dann gibt es einen Antagonisten, der das zu dämpfen versucht, das interne Beruhigungssystem. Dann gibt es ein weiteres System, das ist die Impulshemmung. Und dann gibt es eins, was ganz wichtig ist, das die Entwicklung des Bindungssystems von Empathie und Theory of Mind. Dieses System der Stressachse ist deshalb so unglaublich wichtig, weil da der Körper bei Stressbelastungen ganz knallhart gefordert wird. Wenn unser Gehirn Stress erkennt, das kann physisch und psychisch Stress sein,
da werden bestimmte Stressstoffe im Hypothalamus produziert, das heißt CRF, Corticotropin-Releasing-Faktor, dann gibt es eine Hypophyse, einen Stoff, der heißt adrenokortikotropes Hormon, können Sie gleich vergessen. Nicht vergessen dürfen Sie, dass das in die Blutbahn geht und zu den Nebennierenrinden. Dort wird der berühmte Stoff Cortisol produziert, den Sie kennen, weil man sich bei Entzündungen das da auf die Stelle schmiert. Ja? Das ist aber ein Sekundäreffekt. Dieses Cortisol macht uns nun fähig, mit Problemen fertig zu werden. Es geht zurück in den ganzen Körper, es unterdrückt das Immunsystem, das ist der Effekt der Cortisolsalbe, aber es macht das Gehirn bereit, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Was ist für unser Thema da ganz wichtig? Wenn vor der Geburt dieses System beginnt, sich zu entwickeln, eines der allerersten, dann braucht es ganz wesentliche Informationen vom Gehirn der Mutter. Viele Andockstellen für das Cortisol im Gehirn des Kindes brauchen sozusagen eine Information, wie das Gehirn das machen soll, und zwar vom Gehirn der Mutter. Das Gehirn der Mutter ist, so wissen wir heute, so eine Art Matrize dafür. Da kommt ein Signal, liebe Mutter, ich muss jetzt mein Stressverarbeitungssystem entwickeln, bitte gib mir ein paar Tipps. Ne? Dann kommt das runter, es ist wirklich so. Wenn aber das mütterliche Gehirn schwer traumatisiert ist, dann hat sie schon ein verbogenes Stressverarbeitungssystem und es kommen Fehlermeldungen und die sorgen dafür, dass schon vor der Geburt zum Teil das Stressverarbeitungssystem des ungeborenen Kindes sich nicht richtig entwickelt. Und die dramatischsten Fehlentwicklungen in der Stressverarbeitung als Ursache aller psychischen Erkrankungen, primäre Ursache aller psychischen Erkrankungen, liegen zum großen Teil vor der Geburt. Das kann man nicht direkt überprüfen, aber durch Korrelationen ist das sehr wahrscheinlich, gerade bei Menschen, die schwer psychisch gestört sind und eigentlich in ihrer Kindheit und Jugend nicht Schlimmes erlebt haben. Es gibt ein zweites System, das Serotonin-System. Serotonin beruhigt, ist kein Glückshormon, aber es beruhigt, es wirkt dem Stress entgegen. Noch hier sehen wir eine traumatisierte Mutter, hat aufgrund der Traumatisierung in ihrem Gehirn ein verbogenes Selbstberuhigungssystem und kann genauso nicht die entsprechenden Signale an das Gehirn des ungeborenen Kindes weitergeben. Und das ist natürlich ganz schlecht, wenn schon das Stressverarbeitungssystem zu hoch getrieben ist und das Selbstberuhigungssystem zu niedrig ist, dann kann man sich vorstellen, was schon vor der Geburt hier für Konflikte vorliegen. Das ist das Drama, das sich in einer schwer traumatisierten Schwangeren abspielt und ihrem Kind. Jetzt wird das Kind geboren und normalerweise kommen wir jetzt zum Bindungssystem. Und dieses, was da abläuft in der Psyche, ist ja seit 20 Jahren sehr gut untersucht und ist diese unendlich Sekunden und Minuten ablaufende Signalaustausch, das Säugling sendet bestimmte Signale aus, durch den Blick, durch das Lächeln, durch das Juchzen. Die Mutter reagiert darauf und tut was Bestimmtes, worauf das Kind wieder etwas Bestimmtes tut. Das ist dieser Kreislauf der gegenseitigen Bindungserfahrung. Und hier kann es Schäden beim Kind geben, wenn die Mutter vor der Geburt schwer traumatisiert ist, und Schädigungen der Mutter selber. Und wir sehen etwa 10% der Fälle, dass Mütter, die psychisch schwer krank sind, depressiv sind, nicht in der Lage sind, dieses Wechselspiel mit ihrem Kind zu machen. Das ist, wenn man sich das im Video anguckt, ein Trauerspiel, wie die Mutter auf die Signale des Kindes nicht reagiert. Normalerweise wäre das aber, dass es gut funktioniert, ein sehr gutes Hilfsmittel gegen die Schäden vor der Geburt. Wir wissen nämlich, dass bei dem Anblick hier, dem gegenseitigen Anblick, aber auch im Erwachsenen, wenn man Erwachsene liebevoll anguckt, ob nun romantisch oder nicht romantisch, dann gibt es Teile in unserem Gehirn, heißt ein ventrales tegmentales Areal, Namen können Sie völlig vergessen, aber nicht, was die tun, nämlich hier docken die hirneigenen Drogen an und machen uns froh. Es gibt auch andere Teile auf der Bewusstseinsebene, die uns dann auch froh machen. Auf jeden Fall, wir sehen,
Durch die Bindungserfahrung, durch den freundlichen Blick insbesondere, werden Stoffe, nämlich Oxytocin und diese endogenen Opioide, aktiviert. Und diese wiederum, das sieht man, leuchten auf, wenn zum Beispiel ein glücklicher Vater sein Kind anguckt. Dann gibt es hier im sogenannten präfrontalen Kortex und inneren Teil und auch hier im Hirnstamm, hier sehen Sie auch wieder das VTA, da sprießen die endogenen Opioide und er fühlt sich ganz toll, wenn er seinen Sprössling sieht. Das kann man heute ja wunderbar nachweisen. Wenn er so einen Menschen, den er nicht für seinen Sohn hält, anguckt, dann ist es nicht. Ne? Aber auch wenn das Kind schreit, dann was wird dann ganz stark aktiviert? Der anterior insulare Kortex, dort wo, das habe ich erzählt, der Schmerz sitzt. Tut ihm weh, sein Kind schreien zu lassen. Das ist heute möglich in der Hirnforschung. Das ist fantastisch, finde ich. Natürlich ist alles ein bisschen komplizierter, aber diese Sachen sind doch überzeugend. Ne? Und jetzt kommt das Entscheidende. Wenn jetzt Kind und Mutter oder primär Bezugsperson, Vater und Sprössling sich angucken und miteinander interagieren, dann geht auf beiden Seiten die Ausschüttung von Oxytocin hoch. Ganz steil am Anfang. Ja? Kann man gut messen. Und das erzeugt die Bindung. Aber das ist nicht der einzige Teil, sondern durch die Erhöhung der Ausschüttung des Oxytocins erhöht sich auch das Serotonin, das heißt, das Kind wird ruhiger und es erniedrigt sich das Cortisol und deshalb wird das Kind weniger gestresst. Das heißt, wir wissen heute, Oxytocin erhöht den Serotoninspiegel und erniedrigt den Cortisolspiegel. Und das wird gleich, was ich Ihnen zum Schluss erzähle, auch noch ganz wichtig. Das ist hochsignifikant und gibt einem zu denken und genau das ist die Rolle einer positiven Bindungserfahrung, die jetzt vorgeburtliche negative Geschehnisse zumindest zum Teil reparieren kann. Wenn aber vorgeburtlich da einiges schiefgelaufen ist und nachgeburtlich diese Bindungserfahrung nicht passiert, dann ist der Daumen ganz stark runter. Dann können Sie überlegen, vorgeburtlich geht schief, nachgeburtlich geht schief. Das sind dann die jungen Leute oder Ältere, bei denen man nur noch sehr, sehr wenig tun kann. Das ist die vorgeburtliche Vulnerabilität, wie man sagt, die nachgeburtliche negative Bindungserfahrung. Und wenn dann nicht noch irgendwann im zweiten, dritten Lebensjahr ein Rettungsanker kommt, dann kann auch keine Gesellschaft mehr viel machen. Was aber ganz besonders wichtig ist für die Neurobiologen, ist die Erkenntnis, dass die Ausschüttung, die erhöhte Ausschüttung des Oxytocin in bestimmten Teilen des Gehirns zur Neubildung von Zellen kommt, von Nervenzellen. So vor 20 Jahren hat man immer noch geglaubt, so ein paar Experten wussten das schon, im Erwachsenengehirn werden keine neuen Zellen gebildet. Heute weiß man, in einer Struktur, von der Sie vielleicht gehört haben, Hippocampus, werden neue Zellen gebildet und die haben was mit dem Langzeitgedächtnis zu tun. Wir wissen aber, dass im orbitofrontalen Kortex, wie auch in einer Struktur, auf die ich zum Schluss komme, den Basalganglien, auch neue Zellen gebildet werden und dass die über bestimmte Stoffe, BDNF und wie sie auch immer heißen, das getriggert wird. Und das müssen Sie sich merken, weil es gleich darauf ankommt. Wir sehen also, wie das Psychische ganz langsam entsteht und hoffentlich alles gut geht. Stressverarbeitung geht gut, Selbstbewegung geht gut, Bindung geht gut und so weiter und so weiter. Und wo schon vorgeburtlich, dann auch nachgeburtlich Dinge absolut schief gehen können, zum Teil unter dem Einfluss, dem unwillentlichen Einfluss, vorgeburtlich des Gehirns der Mutter, nachgeburtlich des mangelnden Bindungsverhaltens. Und das erklärt zum großen Teil die Ausbildung psychischer Erkrankungen, insbesondere Phobien, Angststörungen, Depressionen. Bei Schizophrenie ist man sich da nicht so einig. Das ist hochsignifikant. So, was bedeutet das für die Psychiatrie, für die Psychotherapie oder auch das Coaching, wie man also will, wenn es darum geht, Menschen von ihrem Leiden zu befreien? Minderes Leiden oder eben stärkeres Leiden? Ja?
Es gibt, sage ich Ihnen nichts Neues, eine Hauptrichtung, die heißt kognitive Verhaltenstherapie, die sich aus dem amerikanischen Behaviorismus entwickelt hat und die so mit die dominierende Therapieform in Deutschland ist. Die selber behaupten, wir sind die erfolgreichste und wir sind die einzig gegenüber der Psychoanalyse. Das sind alles Lügner und Märchenerzähler in deren Augen. Die einzige, die wissenschaftlich fundiert ist. Und die heißt kognitive Verhaltenstherapie gegenüber einer anderen Form, die nur Verhaltenstherapie heißt, weil sie der Meinung war und ist, dass psychische Erkrankungen falsche Kognitionen und Schlussfolgerungen über mich und die Umwelt beinhalten. Wenn ich depressiv bin, dann bin ich das, weil mein Gehirn irgendwann, das spielt auch keine Rolle, wann gelernt hat, die Welt negativ zu sehen. Alles ist gegen mich, keiner liebt mich, alles misslingt mir und ich werde schwer depressiv oder ich werde angstgestört, alles ist angstbesetzt, alle bedrohen mich und so erzählen die Patienten einem das auch. Und die Idee ist, das hat hier oben was mit dem Verstand zu tun. Kognition sitzt hier oben, da im dorsolateralen präfrontalen Kortex. Und da muss man dann einfach mühsam diese rationalen Einstellungen über eine kognitive Umstrukturierung das zurechtbiegen und dann geht es den Leuten wieder gut. So, das ist die Lehrmeinung, die bis heute vertreten wird. Man muss allerdings da ganz stark, sage ich jetzt schon, unterscheiden zwischen dem, was kognitive Verhaltenstherapeuten tun und dem, was ihre Lehrmeinung ist. Und bei der müssen sie ja bleiben, weil sie ja bei der Kassenabrechnung sagen müssen, ich bin kognitive Verhaltenstherapeut. Können nicht sagen, ist mir völlig egal, was ich mache, sondern sie unterschreiben das. Ja? Hier ist wichtig, dass Sie sich nicht um das Erkennen tiefer liegender Ursachen, besonders aus früher Kindheit, kümmern und die Aufarbeitung ist nicht wesentlich und das unterscheidet Sie ganz stark von der psychoanalytischen Therapie, wo seit Freud gesagt wird, die gegenwärtigen psychischen Erkrankungen sind Resultat frühester und früher Fehlkonditionierungen, Fehlleiden. Er wusste noch nichts von den vorgeburtlichen Defiziten, hat gesagt, und auch nichts von den ganz frühgeburtlichen, aber es war bei ihm so die späte Kindheit und Pubertät. Heute weiß man eben, die Leiden fangen viel früher an. Was bei Freud ganz stark war, und das war so der aufklärerische Impetus des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts, dass ein wesentlicher Teil seiner Psychoanalyse in der orthodoxen Art darin besteht, dass er ins Unbewusste guckt und erkennt, daran liegt es, es war die Mutter, es war der Ödipuskomplex, der Penisneid, es war dies und jenes. Ich, Freud, erkenne das und jetzt sage ich das dem Patienten und der sagt, aha, daran liegt es. Und das ist, so hat Freud geschrieben, das ist ihm auch nicht zu verdenken, ein Großteil der Therapie, des Therapieerfolges. Wir sehen also, die einen sagen, man muss nur kognitiv umstrukturieren, dem Menschen beibringen, dass er die Welt völlig falsch sieht. Und Freud, die Psychoanalyse, klassischerweise, sagt, nein, man muss in die Genese der Leiden gucken und die aufdecken. Das ist so das, was mich schon immer als Student so angefasst hat. Die Psychoanalytiker unter meinen Kommilitonen, die sagten immer, wir können in dein Unbewusstes reingucken. Wir erzählen dir dann, wie es dazugeht, du selbst kannst das nicht. Das war der allwissende Psychoanalytiker, der einem so auch so Angst gemacht hat. Heute wissen wir, dass niemand in das Unbewusste gucken kann. Wir können nur ganz indirekt folgern, was in der Amygdala vor sich geht. Und was ein Mensch über sich redet, ist ganz oben und muss erstmal nichts mit da unten zu tun haben. Das würden viele Psychoanalytiker heute auch zugeben. Bevor ich aber dann zu dem Schluss komme, will ich etwas ganz Merkwürdiges berichten, was auch gar nicht mal so neu ist. Schon vor 25 Jahren haben sich sehr kluge Leute die Verlaufsform von Psychotherapien angeguckt. Und zwar von allem Erdenklichen. Also Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Psychodynamik, Bauchtanz, Urschrei, was auch immer, Akupunktur, alles, was sie kriegen konnten. Und alle hatten, das war sehr suggestiv, exakt denselben Anfangsverlauf. Zwar so, dass
wenn der Patient Zutrauen zum Therapeuten fasste und umgekehrt der Therapeut Zutrauen zu dem Patienten fasst, was ja nicht immer passiert, und beide Zutrauen zu einer Methode, wie bizarr die auch sein mag, dann tritt eine therapeutische Allianz in Kraft und dieses schnelle Abfallen des Leidensdruckes, die man überall feststellte und feststellt, wir auch, wir haben das in großen Untersuchungen festgestellt, kann nichts mit dem Spezifikum der Therapie zu tun haben. So war die Schlussfolgerung. Es gibt also 30-70% der Wirkung dieser schnellen Linderung, kann nichts mit der Therapie zu tun haben, universell. Und das gilt heute als absolut gesichert. Das war der sogenannte Placebo-Effekt. Heute wissen wir aber, es gibt gar keinen Placebo-Effekt im Sinne, dass da irgendwie ein Spökes passiert. So Handauflegen und Erdstrahlen und Emanationen, sondern die Erklärung, ich will das kurz machen, ist ganz einfach. Sobald der Patient ein Vertrauensverhältnis zum Therapeuten hat, der Therapeut ein tiefes Vertrauensverhältnis zum Patienten und beide an die Methode glauben, egal was sie ist, gibt es, Sie erinnern sich, auf beiden Seiten eine starke Ausschüttung von Oxytocin. Das kann man messen. Dieses Oxytocin, wie ich gesagt habe, schüttet endogene Opioide aus, den Leuten geht es besser. Endogene Opioide sind vor allem schmerzlindernd, auch psychisch schmerzlindernd, seit langem bekannt. Und letzte Woche habe ich gesehen, das geht, Herr Madeir, von der Großhirnrinde über den Thalamus bis ins Rückenmark. Kann man heute zeigen. Diese Suggestion, jetzt geht es Ihnen besser, das geht physisch runter und diese endogene Opioide stellen eben teilweise den Schmerz ab. So. Gleichzeitig, also der Cortisol und das Schmerzempfinden wird runtergefahren, das Serotonin wird hochgefahren und den Leuten geht es viel besser. Bei den Leuten, die wirklich diese starke Bindung haben, das sind ein Drittel bis zur Hälfte, dann gibt es das, bei anderen wirkt das nicht. Und da sagt auch der Therapeut, wir müssen die Therapie abbrechen, ich kriege so keinen Bezug zu Ihnen. Das ist nicht selten, wenn man ehrlich ist. Ich arbeite sehr viel mit Psychotherapeuten zusammen und erzähle mir das. Irgendwann ist es zwecklos. Aber sobald das beginnt, kommt diese schnelle Erfahrung. Und dann kann man inzwischen sagen, es ist der Bindungsfaktor. Und das ist richtig zellulär, molekular heute erklärbar. Es geht zwar nicht bei Nasenspray, wie man dachte, so Oxytocin-Nasenspray, das hat nur eine ganz vorübende Wirkung, aber es ist eben psychogen. Und insbesondere wissen wir genau, wie das alles hier, wie diese Oxytocin wirkt und dass es die schnelle Besserung gibt. Aber diese Besserung ist vollkommen nur bei den Fällen, die minder schwer sind, wo also irgendwelche irgendwelche Belastungen in der Pubertät, der späten Kindheit auftreten, also Neurosen, jetzt im engeren Sinne, wie Freud redete. Das kann man damit auch, kann auch ein Coach aus der Welt schaffen, irgendwelche Niederlagen, die so längerfristig sind. Aber wenn es wirklich sogenannte schwere strukturelle Störungen, Persönlichkeitsstörungen gibt, dann bleibt diese frühe, schnelle Therapie auf dem 50%-Niveau stehen. Wir haben das auch festgestellt. Habe ich wohl nicht. Und es gibt keine Besserung. Das ist so ein Plateau, da wird es wieder schlechter. Die Patienten werden ungeduldig, es geht nicht voran. Und das muss man jetzt zum Schluss erklären. Was ist da, warum wirkt das dann nicht mehr? Und da kommt man nämlich dazu, dass es eine zweite Therapiephase gibt, wo die eigentlichen Störungen noch da sind. Das Ganze ist ganz oberflächlich, es geht mir besser. Und wenn es mir zu 50% besser geht, dann sagen die Patienten, vielen Dank, tolle Therapie, mir geht es viel besser, auf Wiedersehen. Und dann wird ein großer Haken an den Erfolg der Therapie gemacht. Und das so hat man festgestellt, erklärt, weshalb Psychotherapien, gleich welcher Art, auf 80-90% der Erfolge kommen. Dass die ja später wieder vor der Tür stehen, gilt dann als zweite Therapie. Und die erste war erfolgreich. Wir wissen aber inzwischen,
Die eigentlichen Ursachen einer schweren Persönlichkeitsstörung der Vorgeborenen und für Nachgeborenen sind gar nicht behandelt worden. Jetzt ist die Frage, worum geht es da? Und da geht es eben darum, dass die Störungen gar nicht mehr in der Großhirnrinde sitzen, im Bewusstsein, sondern in einem dicken Klumpatsch, Basalganglien oder Corpus Striatum genannt, in unserem Gehirn. Und hier wissen wir, was dieses Ding hier tut, nämlich es ist für zum einen für das instrumentelle Lernen notwendig, der mittlere Teil, und zum anderen für Gewohnheiten und Fertigkeiten. Da sitzen alle unsere positiven und negativen Fertigkeiten und Fähigkeiten, Gewohnheiten des Fühlens, des Denkens und des Handelns drin. Und die sind da tief eingefahren, genauso wie wenn man Klavierspielen gelernt hat, 20 Jahre lang oder 10, 15 Jahre lang und hat 20 Jahre nicht Klavier gespielt, dann sagt man, setz dich doch wieder an Klavier und spiel doch mal. Nee, habe ich schon 15 Jahre nicht mehr gemacht, kann nicht mehr. Setz dich dran und es geht. Fremdsprachen oder Fahrradfahren, man kann das, obwohl man meint, man könnte es nicht mehr, weil hier, was einmal gelernt wurde, tief drin sitzt. Und Sie wissen, wenn Sie Klavierspielen gelernt haben oder irgendwas anderes Schweres, wenn Sie jetzt umlernen müssen, ist das fast unmöglich. Ich habe da nur meinen Beethoven mir selber beigebracht und jetzt sagt mein Klavierlehrer Roth, wie spielst du da den Beethoven? Da sind doch Fingersätze, sind doch wahnsinnig. Ich erkläre dir das jetzt mal. Das wäre die kognitive Umstrukturierung. Sag ich, prima, jetzt habe ich es kapiert, am Montag spiele ich den Beethoven so, wie Sie wollen. Jeder weiß, es geht nicht. Warum geht das nicht? Weil diese Fehlverdrahtungen ganz tief hier eingegriffen sind, auch dazu zu den Basalganglien gehört übrigens auch die Amygdala, im weiteren Sinne. Und es heißt nun, die Amygdala vergisst nicht. Was einmal fehlkonditioniert wurde und da drin steckt, geht nie wieder verloren. Die Neurobiologie sagt heute, es gibt keine Löschung, einmal konditionierter Erfahrungen. Das ist ganz wichtig. Was dann die Psychotherapie auch in der zweiten Phase machen kann, ist dann Überlernen. Und wir wissen heute, jedes Umlernen im Gehirn ist ein Überlernen. Es wird was drüber gelegt und wir wissen das, wenn es nämlich ganz schlimm geht, dann fallen wir auch psychisch auf die alten Untaten zurück. Wenn ich ganz unter Stress bin, verspiele ich mich plötzlich wieder, ist alles vergessen. Oder wenn ich ganz tief in der Abwesenheit bin, in der Küche, dann greife ich nach irgendwas, der Teedose, die ja schon seit 20 Jahren nicht mehr steht. Das ist inzwischen gesichert, dass hier die uralten Gewohnheiten sind und dass die Psychotherapie nicht löschen kann. Sie kann aber überlernen. Das ist aber nach den Regeln des sogenannten impliziten oder prozeduralen Lernens, wie wir Klavier spielen, Fahrrad fahren, Keyboard spielen und was auch immer erlernen, ein langwieriger Prozess. Und das bedeutet erstens, warum die Heilung oder die Besserung tiefliegender psychischer Erkrankungen so schwierig ist. Nach dem schnellen Beheben des Leidensdrucks kommt die eigentliche Arbeit. Und die kommt nur, wenn da irgendwas ist, Ressourcen genannt, wo man beim Patienten angreifen kann, wo irgendeine gute Erfahrung mal da war bei einem Depressiven, beim Angstgestörten. Und dann muss man über Monate und Jahre dann daran arbeiten. Und da hilft einem auch nicht zu sagen, es war deine Mutter oder es hat das und das passiert, hilft einem überhaupt nicht. Macht die Sache, wie man heute schon weiß, zum Teil noch schlimmer. Auf jeden Fall kommt es nicht darauf an. Diese ganze Bewusstmachung des Unbewussten ist höchstens wichtig für den Therapeuten, dass er weiß, wo er ansetzen kann. Aber es hilft dem Patienten erstmal nichts. Was aber wirklich hilft, ist jetzt die Tatsache, dass in diesen Basalganglien über den Einfluss des Oxytocins, der natürlich anhält, neue Zellen gebildet werden. Sodass nicht nur beim Lernen auf bewusster Ebene, den deklarativen Lernen, neue Zellen im Hippocampus eine große Rolle spielen, sondern wir nehmen an, beim Umlernen in der Psychotherapie, diese neu gebildeten Zellen, die über Oxytocin und BDNF und so weiter dann dazu kommen, eine entscheidende Rolle spielen.
Und das braucht Wochen bis Monate. Und das erklärt auch, warum das wackelig ist und so lange dauert. Das heißt, hier kann die Neurobiologie erklären, warum Psychotherapie schwieriger psychischer Konflikte so schwierig ist, was die nicht wahrhaben wollen oder auch, und auch warum Psychopharmaka, wie die bekannten Antidepressiva, nicht schnell wirken. Die müssten innerhalb von Minuten und Stunden wirken, die selektiven Serotonin-Wiederaufnahme, tun sie aber nicht, sondern 2 bis 6 Wochen. Und inzwischen nehmen wir an, oder Kollegen, dass diese SSRI, die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, gar nichts mit Wiederaufnahme zu tun haben, sondern mit dem Anstoßen der Neubildung von neuen Zellen. Das erklärt, weshalb das so lange dauert und erstmal schlimmer wird häufig und dann erst wesentlich besser wird. Das ist für mich ein großer Durchbruch im Verständnis dessen, wie Psychotherapie wahrscheinlich wirkt in dieser 2 Phasen. Okay, das ist Zusammenfassung. Meine erste These ist, das Psychische, das Seelische, jetzt im modernen Sinne, jetzt von religiösen Konnotationen ganz abgesehen, entsteht in strengster Abhängigkeit vom Ausreifen von Hirnstrukturen. Zweitens, dieses Ausreifen ist überhaupt nicht streng genetisch, reduktionistisch bestimmt, dass da irgendwelche Depressionsgene wären oder Angstgene, sondern wie das sich entwickelt, ist mindestens zur Hälfte, wenn nicht noch viel mehr, von Umwelteinflüssen, guten wie schlechten, abhängig. Ein wesentlicher Einfluss kommt vom Gehirn der Mutter während der Schwangerschaft, ein ganz wesentlicher von der frühen Bindungserfahrung und dann von der späteren Bindungserfahrung im sozialen Bereich. Sodass wir sagen können, unser Psychisches kommt zu Hälfte oder 2/3 aus der Umwelt. Natürlich immer vermittelt durch das Gehirn. Das muss immer durch das Gehirn durch, das ist aber trivial. Aber es ist die intrauterine Umwelt, dann die direkte Beziehung, die Bindungsbeziehung und dann die Welt um uns herum im kleinen, großen Bereich, die unsere Psyche ausmacht. Und hier kommt es auf diese 6 Systeme an, Stressverarbeitung, Selbstberuhigung und Bindung. Das sind die 3 wichtigsten, die dann die anderen Systeme wie Impulskontrolle, Belohnungsempfindlichkeit, Realitätsbewusstsein, kaskadenartig. Und wir sehen, dass Defizite in diesen 3 Systemen, Stressverarbeitung, Selbstberuhigung und Bindungserfahrung, die liegen allen psychischen Erkrankungen, vielleicht mit Ausnahme der Schizophrenie, wo man das noch nicht weiß, zugrunde. Aber eben in schweren Fällen schon vorgeburtlich und in minder schweren Fällen während der späten Kindheit und Pubertät. Und eine erfolgreiche Psychotherapie, da fehlt ein S, vielleicht auch ein erfolgreiches Coaching, erfordert diese therapeutische Allianz. Und zwar in der ersten Phase der schnellen Linderung der Befindlichkeit und zweitens in der Knochenarbeit des Einübens alternativer Möglichkeiten von Denken, Fühlen und Handeln. Und zum Schluss die eine Bemerkung, die Psychotherapie-Wirkungsforschung der letzten Jahre hat gezeigt, dass kognitive Verhaltenstherapeuten am erfolgreichsten sind, wenn sie emotionale kognitive Verhaltenstherapie machen. Bindungsbezogene kognitive Verhaltenstherapie heißt das inzwischen. Und die Psychoanalytiker sind am erfolgreichsten, so geben sie zu, wenn man lange mit ihnen redet, wenn sie bindungsbezogene Psychoanalyse machen. Das heißt, in der Praxis sind die alle schon darauf gekommen, man muss nur jetzt die richtige Theorie dazu liefern. Das ist das Buch, wo das alles drinsteht, zusammen mit meiner Mitarbeiterin Nicole Schrüber, Mutter von einem eigenen Zwillingen. Und das ist meine letzte Folie. Vielen Dank.